Wisst ihr eigentlich, was Faszien sind? Faszien sind Gewebe, welches Muskeln, Organe und auch Gelenke umschließt. Verkleben die Faszienstränge, kann es zu Verspannungen kommen. Diese können wiederum unseren Bewegungsradius stark einschränken. Ich zeige dir jetzt Übungen, die deine Faszien geschmeidig machen. Diese Übungen dehnen die seitlichen Faserstränge unseres Körpers, von der Ferse bis in die Fingerspitzen. Stelle dich auf dein linkes Bein und pendele mit deinem rechten Fußzeh mal vor und zurück. Stelle nun dein rechtes Bein eng hinter deinem Standbein ab. Strecke deine rechte Hand nach oben und beuge dich so weit wie möglich nach links. Bleibe dabei in der Körperlinie, schiebe also weder den Po nach hinten noch den Oberkörper nach vorne. Ziehe dich sanft federnd immer weiter in die Dehnung hinein. Wechsle dann das Standbein, pendele mit dem linken Bein und wiederhole die Dehnung auf dieser Seite. Diese Übungen dehnen die Rückseite deines Körpers, von der Schulter über die Rückenmuskulatur, dann die Beinrückseite bis zum Sprunggelenk. Komme in den Vierfüßlerstand. Setze deine Hände zwei Handlängen vor Schulterhöhe auf und schiebe das Becken ein wenig vor. Spanne deine untere Bauchmuskulatur an, nimm das Kinn zur Brust und mache einen Katzenbuckel. Stelle die Füße auf, schiebe dein Gewicht Richtung Ferse und hebe die Knie vom Boden. Strecke den Po nach oben in den herabschauenden Hund. Die Knie sind leicht gebeugt. Federe nun deine Fersen im Wechsel sanft Richtung Boden. Strecke dein Bein mit jeder Wiederholung ein klein wenig mehr durch. Wiederhole diese Übung 10-mal pro Seite. Diese Übung bringt Bewegung in Hüfte und Rumpf. Auch wenn dir die Haltung am Anfang nicht leicht fällt, bleib dran, es lohnt sich. Setze dich so hin, dass dein rechtes Bein vor dir wie im Schneidersitz am Boden liegt und das linke geht entgegengesetzt angewinkelt nach hinten. Je nach Schwierigkeitsgrad bringst du das hintere Bein weiter zurück oder zur Seite vor. Versuche das Becken vor und zurück zu neigen. Lege hierfür deine Hände auf deine Hüftknochen, um die Bewegung zu unterstützen. Dann nimm den ganzen Oberkörper mit und rotiere beim Aufrichten der Hüfte nach links. Lass deine Arme hierbei locker mitschwingen für mehr Dynamik. Versuche bei jeder Rotation das Becken ein klein wenig mehr mitzunehmen und so die Muskeln und Fasern im Becken- und Lendenwirbelbereich zu lösen. Nach 20 Wiederholungen die Seite wechseln. Bei den meisten Menschen stehen die Oberschenkelvorderseite, die Hüfte und auch die Brust unter starker Spannung. Für den Ausgleich empfehle ich dir folgende Übung. Knie dich mit dem linken Bein auf den Boden und stelle den rechten Fuß im 90-Grad-Winkel vor dir auf. Richte den Oberkörper gerade auf und strecke den linken Arm lang nach oben. Der rechte Arm hängt locker herunter. Schiebe nun das Becken so weit wie möglich nach vorne. Spüre eine maximale Dehnung im Oberschenkel und in der Hüfte. Versuche nun, den Oberkörper noch etwas länger zu machen und begib dich in eine Rückbeuge, aber nur so weit, wie es sich für dich gut anfühlt. Halte die Position für 3 lange Atemzüge. Richte dich dann wieder auf, indem du die rechte Hand leicht auf dem Oberschenkel abstützt und mit dem linken Arm nach vorne durchschwingst. Wiederhole die Übung 5-mal, bevor du die Seite wechselst. Faszien brauchen einen Wechsel von gehaltenen Positionen und dynamischen Bewegungen. Versuche diese Übung regelmäßig in deinen Alltag zu integrieren. Dein Körper wird es dir danken. Dir hat das Video gefallen? Dann lass uns einen Daumen hoch da. Und wenn du den Kanal abonnierst und die Glocke aktivierst, wirst du keine Videos mehr verpassen. Bis bald, eure Marie Laurence.